Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich mit euch zusammen den Test machen, wie ich eine leicht rosa gefärbte Hortensie ins Blaue färbe. Das kann man machen und zwar braucht man dazu Alaun. Ich habe das hier auch irgendwo hingelegt. Hier könnt ihr es sehen. Das habe ich mir gekauft. Ich kann es euch gerne auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken, wo ich es her habe. Es eignet sich nicht jede Sorte an Hortensien zum Blau verfärben. Gut sind meistens weiße oder auch hell rosa gefärbte Hortensien, die man dann doch ganz gut ins Blaue bekommen kann. Allerdings braucht man dazu auch neben dem Alaun Alaun ist übrigens Aluminiumsulfat, aber neben Alaun braucht man auch einen sauren Boden. Entweder nehmt ihr auch Rhododendron-Erde, die ist auch etwas saurer. Der pH-Wert sollte möglichst unter 5 liegen. Das ist eine gute Voraussetzung, um einen kräftigen Blauton hinzukriegen. Ab 5,5 geht schon ins Leichtblaue. Ihr könnt euren Boden auch etwas saurer machen, indem ihr zum Beispiel hier auch gesammelte Tannennadeln mit reinmischt. Auch das macht den Boden sauer. Ich habe meinen Boden hier im Topf dementsprechend vorbereitet und gebe jetzt auch schon seit einigen Tagen Alaun dazu. Von Mai bis Juni im wöchentlichen Rhythmus 4 bis 5 Mal soll man ungefähr 3 Gramm pro 1 Liter Gießwasser dazugeben. Das machen wir heute jetzt nochmal. Ich habe hier mein Gießwasser. Ich würde euch auch empfehlen, dafür Regenwasser zu nehmen. Möglichst weiches Wasser, weil kalkhaltiges Wasser natürlich auch wieder den sauren Boden auflöst. Und ich gebe jetzt hier 3 Gramm in mein Gießwasser rein. Ich werde das jetzt gleich noch verrühren und dann gießen wir das hier in unsere Hortense rein und hoffen natürlich, dass sie sich schön blau färbt. So, das Alaun muss auch gut verrührt werden, also es soll überhaupt nicht mehr sichtbar im Gießwasser sein. Und das machen wir jetzt. Ja, hier kann man schon sehen, dass es sich relativ leicht und gut aufgelöst hat. Ihr könnt auch sehen, dass meine Hortensie schon anfängt, Blüten zu bilden. Allerdings sieht man nicht, welche Farbe. Ich hoffe natürlich blau. Und nun gießen wir die Hortensie hier mit unserem Alaun-Gießwasser. Das wiederholen wir, wie gesagt, im wöchentlichen Rhythmus 4 bis 5 Mal von Mai bis Juni. Und dann hoffen wir, dass sich die Pflanze blau verfärbt hat. Ihr könnt den jetzigen Stand sehen. Noch ist nicht zu erkennen, ob sich die Blüte tatsächlich blau verfärbt oder nicht. Ich bin gespannt. Ihr werdet es natürlich hier im weiteren Videoverlauf dann auch sehen, wie sich die Hortensie entwickelt hat. Sobald was zu sehen ist, zeige ich es euch natürlich hier in dem Video. Ein paar Wochen sind jetzt vergangen und die Hortensie fängt jetzt langsam an zu blühen. Man kann sehen, dass sich die Knospen öffnen und das möchte ich euch zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es über die Kamera erkennen. Hier ist so ein leichter Blaustich schon drin. Das heißt, wie es aussieht, wirkt das, dass ich es gieße mit den Alaun. Ich werde jetzt auch wieder gießen. Ich habe mir hier schon wieder was eingefüllt in meine Gießkanne. Ich bin gespannt, wenn sich die anderen Blüten öffnen, wie sie aussehen. Aber einen leichten Blaustich habe ich drin und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt sind mal 2 Tage vergangen und es hat sich wieder einiges getan bei der Hortensie. Viele Knospen öffnen sich jetzt und die Pflanze fängt gerade schön an zu blühen so langsam. Und man kann es überall sehen. Ich hoffe, ihr erkennt es über die Kamera. Hier schimmert es überall schon so ein bisschen blau durch. Und die hatte ich euch ja schon gezeigt. Der Blaustich wird jetzt auch etwas stärker, also es scheint tatsächlich zu klappen, dass man mit dem Alaun Hortensienblüten blau färben kann. So, was man vorher nur geahnt hat, kann man jetzt richtig sehen. Die Hortensie wird tatsächlich blau. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt hier deutlich über die Kamera sehen, ich denke aber schon. Also richtig schön blaue Blüten. Es wird sogar ein relativ kräftiges Blau. Ich hatte erst fast vermutet, dass es etwas heller wird, aber das klappt wirklich ganz gut mit den Alaun. Also ich bin begeistert, wie ich die Hortensie hier mit Hilfe des Alauns blau einfärben konnte. Eine blaue Hortensie, finde ich, sieht einfach besser aus. Das Alaun, was ich genommen habe, verlinke ich euch unten in meiner Videobeschreibung. Ich glaube, ich finde das noch. Dann kann ich euch das, wie gesagt, verlinken. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich hoffe dann, dass euch mein Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.